Einen wunderschönen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, herzlich willkommen zu einem kleinen, aber dennoch in meinen Augen sehr wichtigen Projekt, zumindest inhaltlich wichtigen Projekt. Und zwar, wir kommen zu Papo und Jo. Ich möchte nicht viel über dieses Spiel spoilern im Vornherein. Ich habe es schon einmal gesehen, ich habe es noch nicht gespielt, aber das hole ich jetzt an der Stelle nach und möchte euch an der Stelle mitnehmen auf eine kleine Reise, die, wie gesagt, eine Thematik anschneidet, die ich auch persönlich erlebt habe, so bzw. in ähnlicher Form. Und ich möchte einfach auch dieses Let's Play dazu nutzen, darüber zu berichten. Also eine etwas persönliche Note, gehe ich mal fest davon aus. Wir werden sehen, wie stark. Aber nichtsdestotrotz, wir starten jetzt das Spiel. Und zwar unten. Oh, okay. Frösche, Frösche. Ganz viele Frösche. Wir starten ein neues Spiel. Und begleitet mich einfach dabei. Bis gleich. Für meine Mutter, Brüder und Schwestern, mit denen ich das Monster in meinem Vater überlebt habe. Fanda Caballero. Da sind wir schon in dem Spiel. Wie wir gerade mitbekommen haben und auch in dem Einleiter, wir spielen einen kleinen Jungen, der sehr verängstigt ist und in seinem Kleiderschrank sich versteckt hielt, während draußen vor dem Schrank ein sehr großes und wütendes Monster daherlief. Und wir haben uns in eine Art Traumwelt zumindest in einer Art Zuflucht verholfen und sind dementsprechend jetzt hier auf dem Weg. Oh, da ist ein Kind vor uns. Wo läuft es hin? Dieses Kind scheint die Markierung zu malen. Okay. Ich gucke mal. Und weg ist es. Was haben wir hier? Wir haben hier oben etwas. Nein, hier oben ist nichts. Der Ball ist nicht benutzbar. Aber hier haben wir nochmal. Was ist das? Maus 1 halten. Zum Ziehen Maus bewegen. Ah. Und somit haben wir den Weg. Da drüben ist noch mal eine Zeichnung. Ich nehme mal an, wir müssen hier die Leiter hoch. Und dann hier hinten über diesen Bereich gehen. Kiko. Sind wir Kiko? Und es ist der Ruf, dass wir ihr folgen sollen, der Person. Was ist das hier? Maus 1 aufheben. Ich bin eine Hilfebox und kann dir helfen. Maus 1 weiter. Okay. Es gibt auch Anleitungsboxen, die dir wichtige Dinge erklären können. Also suche nach Hilfe und Anleitungsboxen, wenn du nicht weiterkommst. Gut, das werden wir tun.
Okay, wir können nicht springen in der Form, aber wir können es wieder absetzen. Sehr schön. So, und hier ist die Zeichnung wieder gewesen. Und ich glaube, wir können wieder... Ach, das ist ein Knopf, den wir drücken müssen. Was passiert jetzt? Da, wo wir hochgegangen sind, kommt jetzt eine Treppe. Super. Also schnell wieder rüber. Und ich muss sagen, das Level-Design ist wirklich sehr schön gemacht, ja. Ich meine, das ist ja eine Art Fantasiewelt, in der wir uns bewegen. Aber symbolisiert zumindest jetzt nicht speziell für dieses Spiel, beziehungsweise dort, wo es herkommt, aus Brasilien, die Charakteristika, also von dem, naja, Ärmeren würde ich jetzt nicht sagen, aber von den Vierteln, von den vielen, vielen kleinen Behausungen, die zusammengestaucht sind. Falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Sondern aber eben, auch die Fülle, dass vielleicht, ja, wie soll man es ausdrücken, obwohl so viele Menschen um einen herum sind, kriegt keiner so richtig was mit, was passiert. Geht's hier lang? Ein bisschen schade ist, die Bälle zum Beispiel, ein bisschen schade ist, dass die keine Funktion haben. Okay, wir wollen ja nicht Fußball spielen oder so, aber es wäre schön gewesen, dass man die Sachen hier ein bisschen benutzen kann. Hier haben wir einen Hebel. Da oben war eine Puppe, habt ihr das gesehen? Da oben. Aber da kommen wir nicht hin. Ja... Und alles total verwinkelt. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Und wir können auch da nochmal runter und hier hoch. Ich bin gespannt. Oder hätten wir dort... Hier sind Frösche überall. Okay. Oh! Nein! Was ist los? Mist, wir kommen nicht mal weiter. Was passiert jetzt? Müssen wir da oben hinauf? Oh! Wir müssen dort oben hinaus, richtig? Das war an der Stelle dann der Weg, der uns da aufgezeigt wurde. Also wir können dort die Leiter auf jeden Fall hoch. Was sind das für Frösche hier? Was können wir mit dem machen? Die springen weg. Können wir die uns schnappen oder sowas? Nun hast du mich also gefunden. Okay, aber wie komme ich zu dir hoch? Nee. Die springen weg. Na? Nee, wir kriegen die nicht gefangen. Ich werde mal hier hinten nochmal die Leiter hoch. Vielleicht haben wir da noch eine andere Möglichkeit. Umsonst ist ja die Leiter dann nicht da. Aber... Sieht schlecht aus. Wie kommen wir denn da rüber? Nee, leider nicht. So nicht. Nu? Hilf uns! Aber hier ist... Ist hier irgendwas? Nein. Ist hier hinten irgendwas? Auch nein. Wir können uns auch nirgendwo hochziehen. Also das sieht die Spielmechanik hier nicht vor. Oder können wir hier... Nein. Bin ich gerade ein bisschen überfragt? Wir müssen da hinten aufs Dach, aber wir kommen nicht aufs Dach, weil... Ach wo? Haha, wir kommen ja hier durch. Wo sind wir hier?
Unten sitzt wieder eine Puppe. So, wir können jetzt da hinten durchs Loch. Wir können aber auch hier unten... Oh, Moment. Nee, die Puppen können wir nicht einsammeln. Was können wir hier unten tun? Also ich sehe erstmal nichts. Gucken wir mal nach oben. Und können hier oben durch den Gang durch. Ich denke mal, da kommen wir auf der anderen Seite von dem herabgestürzten Gebäude raus. Genau so. Und haben hier die Möglichkeit, das Zahnrad zu benutzen. Ein Seil. Können wir das benutzen? Oh. Cool. Und somit meistern wir auch diese Hürde. Schön. Ist schön gemacht. Und das Mädchen ist weg. Weg, weg, weg. So. Ein Zurück ist nicht mehr möglich. Nein. Da. Und wieder weg. Wer ist dieses Mädchen? Schön sieht's aus, wirklich. Und diese schönen Zeichnungen hier stellenweise habe ich vorhin schon ein paar gesehen. Checkpunkt wird gespeichert. Und da ist wieder das Mädchen. Und weg. Wir müssen also darüber. Ja. Wow. Eine Kiste. Das sieht so aus, als ob wir die hier hinstellen müssen. Naja, mehr oder weniger. Warte mal. Ich gehe aber mal ein Stück zurück. So, und jetzt. Nee, stapeln solltest du... Oh, hier ist, mal gucken. Aha. Eine Brücke. Stapeln. Vielleicht sollten wir erstmal hinten anfangen. Oh. Ah. Ach. Wo ist das Haus jetzt? Hier, ne? Krass, guck mal. Wow. Jetzt fällt sogar oben das Haus. Ist ja süß. Muss man das abstellen? Ah, wir müssen es abstellen. Mein Fehler. So, das heißt... Oh. Guck mal, 1:1 bewegen wir dieses Haus hier. Dann stellen wir das hier auch ab. Okay. Mit 1 können wir es normal abstellen. Also mit der linken Maustaste. Und bauen uns jetzt hier eine Brücke. Schön. Und... So. Ich glaube, das müsste reichen, dass wir... Ups. Vorsichtig. Vorsichtig. Und das Mädchen rennt schon wieder weg. Bleib stehen. Es wird langsam irgendwie dunkler, habe ich das Gefühl. Und da ist ein Schlüssel. Ups. Wow, 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 wow. Nachgeladen. Hier hinten kommen wir hoch. Ah, eine Art Fahrstuhl.
drüben ist auch ein Schlüssel. Dort drüben. Ganz viele Schlüssel sind hier. Das ist... Ah, guck mal hier. Das hört jetzt auf und geht jetzt zu, oder? Ja. Den Schlüssel dürfen wir nicht benutzen. Geht's jetzt wieder zurück? Das ist ja süß. Okay, das dürfen wir nicht verändern. Aber hier haben wir noch einen Schlüssel. Mal gucken. Das haut jetzt auch. Oh, der Steg ist weg. Moment. Ich glaube, da hinten kriegen wir so einen Übergang hin. Wartet mal. So. Das können wir hier noch nicht benutzen. Ich glaube, wir müssen dann die Häuser in einer anderen Reihe dann aufgebaut bekommen. So, wir können jetzt hier lang. Ah, hier ist ein Schalter. So, dann lasst uns mal gucken, was da passiert ist. Da ist jetzt, wir können dort oben jetzt die, warte mal, das werden wir hier mal wieder zurückfahren. Das brauchen wir wieder an einer anderen Stelle. Und das auch. So, und können, oh, Moment, was sagt denn die Box überhaupt? Okay, die Box ist definitiv immer ein Lösungshinweis. Könnten gehende Häuser dich an schwer erreichbare Stellen bringen? Na klar können sie das. Wo sind diese Zahnräder? Haben wir also alles schon richtig gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal das Haus. Das schicken wir noch nicht zurück. Aber das können wir jetzt nach drüben schicken. Na, komm. Und bleib hier drüben. Und das schicken wir dich auch rüber. So. Damit müssten wir jetzt eigentlich schon fast einen Weg rüber haben. Haben wir auch. Und los geht's. Ja. Wir schaffen's. Ah. Ey. Na, und... Na. Was machen wir jetzt? Wir drehen das komplette Haus um. Schön, die Lichteffekte. Die gefallen mir wirklich. Warum haben wir das jetzt so gemacht? Die Box, die fassen wir noch nicht an. Das ist wirklich eigentlich der Lösungshinweis für das Level jeweils. Beziehungsweise für die Gegend. Ah, okay, deswegen haben wir das gemacht. Und damit geht Wasser an. Ah, und jetzt müssen wir wieder zurückschieben, denn jetzt ist eine Treppe da. Und oben bricht sich so schön das Sonnenlicht, der Schatten über das Dach. Das sieht wirklich toll aus. Die Musik ist wirklich schön im Hintergrund. Die gefällt mir. Die gefällt mir wirklich gut. In der Zwischenzeit wippe ich ein bisschen nämlich mit den Füßen hin und her. So, wir haben hier eine Box. Welches? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, ja. Ich habe es gesehen. So, komm mal her. Wir stellen es mal hier ab. Da ist nämlich ein Hebel, den wir aufgemacht haben. Und komm. Okay, wir stellen jetzt das Haus ein bisschen anders hin. Und zwar kommt es jetzt
Zucker hier hin. Reicht es? Oh, gerade so. So, damit kommen wir... Ah, hier hoch. Und... Was ist los? Rennt sie nicht weg? Was passiert jetzt? Warum ist sie nicht weggerannt? Oh, das ist alles sehr langsam gerade. Warum ist das so langsam? Als ob die Zeit stillstehen würde. Der Regen fällt, aber steht. Wir sehen eine Art Erinnerung. Wir sitzen im Auto. Doch, das sind wir, ne? Ah. Und wer sitzt da am Steuer? Du bist... verflucht. Ey! Ach du kleiner Mann. Wo hast du gesteckt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du solltest nicht einfach so verschwinden. Das ist unser Spielzeug. Gut, dass ich dich gefunden habe. Wir müssen zurück zum Monster. Okay, wir müssen zurück zum Monster. Und wir haben eine andere Kleidung an. Uns fehlt ein Schuh. Okay. Monster läuft Fröschen hinterher. Oder was bedeutet das? Wo müssen wir eigentlich lang? Hier? Nee. Ach, hier oben, okay. Da oben ist eine Box. Okay, jetzt haben wir... Quico, wir müssen auf die andere Seite. Und ich kann dabei helfen. Jump, spring, nochmal Jump. Okay. Was sagt uns die Kiste hier? Wahrscheinlich das gleiche nochmal, oder? Das ist Lula, dein genialer Roboter. Halte Leertaste gedrückt, um zu schweben. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Jawohl, super. Cool. Damit können wir jetzt von A nach B nach C. Was du? Wenn du mir den Schalter zeigst, kann ich es öffnen. Das haben wir im Anfangsbereich doch gesehen, ne? Sende Lula mit Maus 2 oder Q. Lula! Okay, sind zwei Schalter. Wir gucken mal, was die Schalter Lula machen. Ah, das eine tauscht die... Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt können wir das machen und werden ausgetauscht, ne? Ja. Sehr schön. Ach, guck mal, wo wir wieder sind. Dann drehen wir mal diesen Schlüssel. Oh, eine riesige Spinne. Ist ja cool.
damit wir dorthin hinkommen, oder? Ist ja schön gemacht. Ah, guck mal, da oben können wir wieder Lula was zeigen. Lula! Und was? War das jetzt richtig, oder? Ja, müssen ja. In die Kanalisation. Kommen wir da hinten hin? Nee, das schaffen wir nicht. Aber... Moment. Lula! Geht das jetzt? Ah, das hätten wir von hier machen können. Okay. Also sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber wo geht's hin? Oh, oh. Das wird irgendwie alles baufälliger und dunkler, habe ich das Gefühl. Aha. Jetzt ist das Wasser abgelassen worden. Wo sind wir hier? Schöne bunten Vögel als Zeichnung. Lula. Ich glaube, das brauchen wir erst später. Moment, wir müssen erst rein. Wir müssen, glaube ich, erst rein. Genau, das können wir nämlich da machen. So, und jetzt... Oh. Aber jetzt können wir hier lang. Ah, ja. Da geht's nicht weiter. Oh, oh. Oh, oh. Wir können nicht rennen. Was ist los? Leise verhalten. Da ist es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr werdet mich weiterhin begleiten, zusammen mit Chico. Und erfahrt, wie es dann weitergeht. Bis dahin, euer Firefox.